Ich habe euch beobachten können und ihr habt viel nachdenklich geschaut, aber auch schon viel gelacht da in der Ecke. Was geht da durch den Kopf, wenn man das so Revue passieren lässt, die 20. Ja, durchaus jetzt raus damit. Was geht da durch den Kopf? Das wurde ich vorhin schon mal von einem Kollegen gefragt und da war er erstmal so, ich bin gerade gar nicht vorbereitet darauf, wenn es so eine offene Frage ist. Ja, es sind viele Erinnerungen. Ich freue mich, viele Gesichter zu sehen. Das ist eigentlich auch der Hauptgrund, warum ich hier bin. Da freue ich mich sehr, Uli Marlene zu sehen, Sassi Marlene zu sehen. Das ist einfach schön. Also, das ist das, was mir am meisten durch den Kopf ging. Was war das Besondere in Ihrer Zeit am ersten FFC und wie hält man es so lange erfolgreich mit Sie gewesen an der Seite? Entschuldigung. Insgesamt dasselbe Ziel hatten, aber doch sehr unterschiedliche Wege da bestritten haben. Was das Besondere ausgemacht hat, ja, dieser Phase, als man ja von Sprungduos gesprochen hat, ja, sie hießen mit seiner Zwiesek zusammen Kriegs und Krümel. Was war das? Was hat das ausgemacht? Ja, ich denke, wir hatten über eine sehr lange Zeit, glaube ich, ein ähnliches Team miteinander und damit waren wir sehr vertraut. Ich glaube, das hat sehr viel ausgemacht. Ja, Kerstin, Sie waren über die weite Zeit auch dabei und Mannschaftsmitspielerin, aber eben auch wahnsinnig erfolgreich. Jetzt geben Sie das zurück in der zweiten Mannschaft gemeinsam mit Kim Kuli. Was nimmt man mit aus so einer langen Karriere und aus den Erfolgen? Ja, natürlich, wenn man selber so lange gespielt hat, hat man natürlich sehr, sehr viel Erfahrung und ich freue mich sehr, dass ich jetzt auch beim ersten FC Frankfurt die Möglichkeit habe, diese Erfahrung weiterzugeben an eine sehr tolle Mannschaft, die auch sehr fleißig immer zuhören und versucht, was umzusetzen. Ja, was geben Sie denn mit aus Ihrer Zeit? Ja? Zeigen Sie noch mal ein Video, wie es damals war. Oder, Nein, ich glaube, das haben wir bisher noch nicht gemacht, aus gutem Grund wahrscheinlich. Ach, ich glaube, wenn man jetzt hier so zusammensitzt und natürlich viel über Erfolge hört und sich natürlich gerne an die gemeinsamen Erfolge erinnert, das ist natürlich eine schöne Zeit und was ganz, ganz Besonderes. Aber ich glaube, das, was auch ganz, ganz wichtig ist, Jugendspielerinnen zu geben, ist halt einfach, wie geht man halt mit Misserfolgen um? Ja, was passiert, wenn man auf einmal irgendwie mal ein Spiel knapp verliert, unglücklich verliert, aber vielleicht auch eine deutliche Niederlage einstecken muss? Ich glaube, das ist mindestens genauso wichtig, dass man wirklich sagt, okay, jetzt haben wir mal verloren, aber was zieht man für Schlüsse daraus und was kann man in Zukunft besser machen? Und so, dass man halt nicht nur als Sportler sich weiterentwickeln kann, sondern halt auch als Persönlich. Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Geben Sie uns nochmal so einen Ausblick, machen uns noch ein bisschen hungrig auf zukünftige Jahre an Erfolgen. Wie viele Talente sehen Sie in den Jugendmannschaften des ersten FFC? Ja, also ich kann natürlich jetzt von der zweiten Mannschaft reden und wir haben natürlich jetzt gerade in dieser Saison nochmal eine sehr verjüngte Mannschaft und da sind natürlich schon enorm viele Talente vorhanden und enormes Potenzial. Also das macht bestimmt optimistisch für die Zukunft, aber es ist natürlich auch so, dass es viele Talente gibt und dass natürlich viel dazu gehört, um wirklich ganz oben anzukommen. Also natürlich Dinge, die eine Spielerin selber beeinflussen kann, wie Lebenseinstellung, sportlergerechtes Verhalten, Ehrgeiz, Bescheidenheit, Bodenständigkeit, solche Sachen. Aber man darf auch nicht vergessen, dass natürlich viele Faktoren nicht beeinflussbar sind. Ja. Und da denke ich gerade an Verletzungen, die halt auch immer mal wieder passieren, gerade im Leistungssport. Und dann ja, kann man die nicht beeinflussen und muss damit auch umgehen. Ja, wir lassen es jetzt einfach mal weg mit den Verletzungen bei Mia Künzer. Mia als ARD-Expertin leider bei uns im Team unterwegs, auch bei uns im HR immer wieder. Jetzt mal so analytisch betrachtet. Ja? Was ist der erste FFC für den Frauenfußball in Deutschland, vielleicht auch in der Welt? Ja, also da haben wir ja schon einiges heute Abend gehört. Ich bin auch der Meinung, dass der FC Frankfurt über ein sehr wichtiges oder ein sehr wichtige Jahrzehnte im Frauenfußball betreibende Kraft, insbesondere in der Bundesliga natürlich war und auch
mit den Spielerinnen, die wir heute ja schon gehört haben. Zwei stehen hier neben mir. Doris Fitschen gehört dazu, Silke Rottenberg. Haben wir schon den Fußball geprägt, und das ist nicht nur den Frauenfußball. Das ist natürlich nicht nur wichtig für die Entwicklung des Frauenfußballs, was ich, und das ist ja heute auch schon angeklungen, sehr wichtig finde. Wir haben in den letzten Jahrzehnten doch auch unseren Teil dazu beigetragen, dass es normal geworden ist, Fußball, dass Mädchen Fußball spielen. Also ich weiß nicht, als wir angefangen haben, ich nehme an, das war bei euch ähnlich, da war es eben doch recht ungewöhnlich, dass Mädchen Fußball spielen. Und ich bin schon der Überzeugung und habe das Gefühl, dass heutzutage, wenn ein Mädchen sagt, ich will Fußball spielen, dass das relativ normal ist, also dass da wenig Zucken bei den Eltern oder bei den Übungsleitern kommt. Und ich glaube, das ist der größte Erfolg, zu dem der FC Frankfurt auch beitragen hat. Ja, die Passagen, wo ich singe, natürlich. Ich habe sogar gesagt, das ist Nias Lieblingsmoment. In der Tat, die letzten Tage kamen jetzt doch einige Bilder zurück und es sind natürlich die Highlights, die wir heute hier gehört haben, aber es gibt natürlich ganz viele Momente, die man mit der Mannschaft erlebt hat. Ich muss sagen, als ich jung war, die Auswärts wirkliche Klassenparty. Ich durfte einfach viel Zeit mit meinen Freunden verbringen und viel Spaß haben, Quatsch machen. Also das sind natürlich auch die Phasen, die mich geprägt haben. Darum haben wir alle Fußball gespielt, weil es auch jede Menge Spaß bedeutet. Ich erinnere mich an einzelne Trainingsspiele, weil auch wenn man es nicht glaubt, wenn man in die B-Mannschaft sortiert wurde und hat irgendwie die A-Mannschaft geputzt. Also das sind so ganz viele Momente, die jetzt so in den letzten Tagen ins Gedächtnis gekommen, aber natürlich die Highlights, die Erfolge, die bleiben. Ja. Birgit, nehmen Sie uns nochmal mit, dieses Duo, das ja maßgeblich für diese Geschichte und die Entstehungsgeschichte verantwortlich ist, Sie, Dietrich und Monika Stahl. Was hat die ausgezeichnet, was haben die eingebracht, um diesen Verein so weit zu bringen, wo er jetzt steht? Ich glaube, es ist relativ viel schon gesagt, aber ich denke, was bei beiden unheimlich ausgeprägt ist, ist ihr Engagement und einfach auch ihre Authentizität. Also gerade Moni, glaube ich, hat am Anfang den Verein gelebt. Sie war der Verein für mich. Also ohne Moni Stahl, glaube ich, wäre am Anfang gar nichts gegangen. Sie war Trainerin, sie war eigentlich alles. Ich freue mich jetzt besonders, dass wir Sie ganz kurz mal zu uns hochholen und mit haben. Ich weiß, es ist nicht einfach, damit umzugehen, wenn man so überhäuft wird mit Lob, aber ich glaube, Sie haben es erstens verdient und zweitens können auch gut damit umgehen. Wie waren die ersten Tage? Gab es dieses eine Tennisspiel, wo Sie sich richtig überzeugen mussten, zum Frauenfußball zu gehen? Ja, aber ich darf, bevor ich diese Frage beantworte, noch eine kleine andere Anekdote sagen. Und für mich ist hier eine Person im Raum, die sehr viel den Frauenfußball hier in Frankfurt geprägt hat. Und das war Peter Roth. Hatten wir ein Mädchenturnier bei der SG Braunheim. Wir sind durch ganz Frankfurt gelaufen, um jemanden zu finden, der den Pokal stiftet. Und ich sage Ihnen, es war Petra Roth, die das gemacht hat und auch diesen Pokal dann in Braunheim übergeben hat. Und das, glaube ich, ist zwar noch ein bisschen länger her als FFC Frankfurt, aber durch dieses Engagement von Silvia Schenk nicht zu vergessen, sie war ja auch Sportdezernentin, hat auch sehr viel in den Anfangjahren getan. Und
Dann die Geschichte natürlich mit Sigi Dietrich, dass er sich in Braunheim verlaufen hat, war sicher ein Glücksfall. Ich denke, durch sein Know-how und das, was er versucht hat, dem Frauenfußball zu geben, in seiner Art als Manager, hat er unglaublich viel bewegt. Er hat mit mir Tennis gespielt, das ist richtig, er hat auch gewonnen, also das war auch der Fall. Aber wir haben uns da kennengelernt und eine andere Geschichte war, ich hatte mich leider verletzt zum ersten Bundesligaspiel. Er ist ja auch Physiotherapeut, das sagt er nicht so gerne, aber das war er damals. Ist er im Film und er hat mich betreut, dass ich wieder fit werde zur Bundesliga-Saison. Also hatten wir auch viele Stunden auf der Massagebank und ich glaube, da ist einiges. Vielen Dank.